So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir wollen heute Gölsches Wasser testen vom Gölschen Mädel Shenaya. Dafür habe ich hier drei Sorten. Die hat sie mal mitgebracht, als sie zu Besuch war, wo wir auch die Goldene Meile mit... Das habe ich vergessen, genau, das war was ganz anderes. Da war ja Männertag, jetzt habe ich es wieder. Sie hat auf jeden Fall drei Flaschen mitgebracht. Kölsches Wasser grün, Kölsches Wasser pink und Kölsches Wasser orange. Was das genau ist, möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Erstmal fürs Thumbnail wieder ein Bild, ungefähr so, dass das Grün auch da vorne steht. Das ist das Thumbnail-Bild ungefähr. Und ich lese euch mal vor, was hier drauf steht. Erstmal nochmal fürs Etikett. Hier steht grün. Da ist auch so eine Rosette dahinter. Hier steht Gölsches Wasser grün. Da ist eine Schrift und da steht Premium Brause ohne Rohr und Rübenzucker Zusatz mit Agavendicksaft gesüßt und dem hauseigenen Brunnenwasser der ältesten Gölschbrauerei der Welt abgefüllt. Klingt gut, ist gut. Ihre Astrid kann ich nicht lesen. Unten drunter steht Astrid Schmitz-Dumont, Inhaberin in 6 Generationen. Die hat also da nicht nur extra drauf geschrieben, auch unterschrieben. Und das Ganze ist hier Premium Brause mit Kohlensäure versetzt, Originalabfüllung der Familienbrauerei Gebrüder Sünner Köln. Hinten habt ihr noch ein Bild von der Brauerei. Sieht aus wie eine Briefmarke. Ist eine Pfandflasche. Wasser, Agaven, Dicksaft, Kohlensäure und so weiter. Und hier haben wir endlich das, was wir suchen, nämlich die Sorte. Was das nun eigentlich ist, grünes Kölsches Wasser, ist Waldmeisterbrause. Und das Pinke, ist natürlich Grapefruit-Limonade. So steht hier nicht Waldmeister-Limonade. Was ist der Unterschied zwischen Limonade und Brause? Und hier steht dann also bei Gölsches Wasser Orange, Orangen-Limonade. Dann müssen wir jetzt die zwei Limonaden natürlich trennen von der einen Brause, dass die sich nicht ins Gehege kommen. Wir werden alle drei öffnen, wir werden alle drei probieren und dann werden wir alle drei wieder mischen in dieses auf die dicken Bierglas und zusammen trinken. Jetzt sehe ich, ich habe schon wieder vom NetGhost die Probiergläschen vergessen, aber ich trinke das heute traditionell mal aus der Flasche, denn die Flaschen sind ja durchsichtig. Ich fülle das eigentlich sonst ein, dass man das mal sieht, dass man auch die Farbe sieht. Ihr seht ja aber eh die Farbe dadurch, dass das Glasflaschen sind. Wir fangen mal an mit Orange. Zack. Orange aufgemacht, da kommt der Geist raus. Wir riechen mal. Riecht sehr süß. Richtig mega. Süß und fruchtig. Wir nehmen mal einen kleinen Hieb. Mensch, da ist die Flasche gleich schon wieder leer. Ich muss mich jetzt so zurückhalten, dass ich die nicht ganz ausdringe. Ich muss aber sagen, die hat einen richtig guten Geschmack. Das schmeckt eigentlich wie ein frisch gepresster Orangensaft. Nur, dass das voll schaumig ist und Kohlensäure hat, ist wieder mal nicht kühl gelagert. Und dafür, dass es eigentlich badwarm ist, hat es trotzdem einen erfrischenden, leckeren, fruchtigen, spritzigen Geschmack. Also ich bin begeistert über diese normale Orange. Wir machen jetzt mal das Pinke auf, das Grapefruit-Limonädchen. Das riecht ja genauso, das riecht wie Isosport, was ich in letzter Zeit öfters wieder trinke. Schön Grapefruit, mal gucken, ob ich das auch so überrascht. Prost. Also diese Agavendicksaft muss ich mir, glaube ich, auch mal holen. Wenn du damit süßen kannst, ohne Zucker zu verwenden und der eigentlich einfach nur... Weiß ich nicht, das passt einfach dazu. Auch hier eine richtige fruchtige Note. Ein bisschen bitter durch die Grapefruit, also aber nicht zu bitter. Es gibt ja manche Grapefruit-Sachen, da verzieht es dir das ganze Gesicht. Das trotzdem irgendwie eher süß als bitter, aber bitter schmeckst du trotzdem, aber es ist nicht unangenehm. Es schmeckt richtig gut. Und wenn die zwei schon so gut sind,
dann kann ja das grüne Kölsche Wasser dagegen eigentlich nur noch abstinken. Wir machen es trotzdem mal auf. Okay, das hat ihm jetzt nicht so gut gefallen, dass wir ihn so niedergemacht haben, aber das ist der Unterschied zwischen Limonade und Brause. Limonade ist wie Saft und Brause, da knallt dir der ganze Deckel weg. Wir werden jetzt auch hier kurz probieren, Waldmeister. Aber Waldmeister, das ist bestimmt brechsüß. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt gehandelt gekriegt haben. Oh mein Gott, doch auch hier eine richtig prickelnde, frische, aber auch süße Note, aber auch nicht zu süß, wie beim Capital Brate, nicht zu süß, ne? Hier finde ich es richtig genial, weil das ist eben auch mit Kohlensäure, das ist eine Brause, das ist eine Limonade und du trinkst das und denkst, jetzt hätte es wirklich einfach nur richtig gekühlt sein müssen. Ich merke nämlich jetzt schon, wie mir die ganze Kohlensäure so auf den Magen schlägt und mir total schlecht ist. Das schmeckt besser als gedacht, richtig stark, aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass die Orange mein Favorit hier wäre. Die ist mir am gewöhnlichsten und hat mir am besten gemundet. Grapefruit ist halt sehr eigen, muss man Grapefruit-Fan sein. Waldmeister ist für zwischendurch okay, aber für immer trinken, wenn ich nur noch ein Getränk trinken müsste mein Leben lang, würde ich die Orange nehmen. Wir wollen das jetzt wieder mischen. Wir hauen uns also jetzt hier, müssen wir gucken, wie weit das ist. Das ist so, ein Drittel Orange, ein Drittel Grapefruit. Ja, das passt aber nicht, da ist mehr Orange drin als Grapefruit. Ein Drittel Waldmeister. Guck mal, das ist jetzt schön zart orange hier. Jetzt noch hier der Drittel von der Waldmeister dazu. Man muss ja eigentlich, wenn man das nebeneinander stellt, sehen, dass überall das gleiche drin ist. Und dann sehe ich, dass ich am meisten auf jeden Fall von der Orange reingefüllt habe. Hier könnte noch ein kleiner Schluck. Die zwei sind ungefähr gleich. Davon ist zu viel drin. Also von den beiden muss noch ein bisschen hinterher, vielleicht zu gleichen Teilen, ein kleiner Schwätzel und auch hier ein kleiner Schwätzel. Und die Reste, die jetzt übrig sind, können wir in den Kühlschrank packen und können die gekühlt später nochmal probieren. So möchte ich das jetzt haben, das finde ich jetzt gut. Es ist fast alles gleich, jetzt sieht es aus wie eine Pfeffi-Maß oder wie Isarwasser. Riecht auf jeden Fall irgendwie total würzig. Riecht jetzt auf einmal irgendwie nach Zimt und Pfeffer. Also nach Zimt, aber hat den Eindruck, als wäre es irgendwie pfeffrig. Das ziehen wir uns jetzt auch noch rein. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr schon mal Kölsches Wasser getrunken? Gibt es da vielleicht sogar noch andere Sorten davon, außer die drei? Orange, Pink, Grün. Gibt es da noch mehr? Adi, was machst du da die ganze Zeit? Ja, die wühlt die ganze Zeit auf dem Karton rum da hinten und sucht wieder Aufmerksamkeit. Gleich springen da. Ich würde sagen, Peace out, Vorhaut, EBS, Erding Wrestling School. Bis dahin, euer Ramses. So, komm, wir zeigen euch, was der Adi da macht. Jetzt reicht's nämlich. Adi, was machst du da? Was machst du da? Was machst du da mit der Tüte? Was machst du da mit dem Karton? Was machst du da überhaupt? Adi, Schatz, alles Gute. Na, dann geh. Dann geh doch. Hör auf, dich hinzusetzen. Dann geh doch, wenn du denkst, dass du gehen musst. Na los! Ich glaube, Adi ist geistig verwirrt. Der Rest, wie gesagt, kommt jetzt in den Kühlschrank. Das probiere ich später nochmal angekühlt. Und guck, wie es dann schmeckt. Ciao! Oh, ist mir schlecht.